Also liebe Kunstfreunde, liebe Freunde des Dorfwirten in Hörersdorf, ich wurde vom neuen Wirten eingeladen, hier eine Ausstellung zu bestellen. Das Dorfwirtshaus hier farblich zu gestalten mit meinen Kunstwerken, und ich möchte euch diese Kunstwerke ein bisschen näher bringen. Wir beginnen hier mit diesem Kunstwerk, das ist ein Bombenbild, wie man sieht, mit Rohrbomben, Attrappen, klarerweise, und das Ganze ist verkabelt. Das soll einfach darstellen, dass wir in einer sehr explosiven Zeit leben. Es gibt dann Zeitzünder, es gibt Verkabelungen, es gibt dann Handyauslöser, es gibt dann Notknopf, einen roten Knopf. Wir wissen nicht, wann wird dieser rote Knopf gedrückt. Wir sind einfach in einer sehr, sehr explosiven Zeit, wo wir alle davon betroffen sind, dass wir eben unser menschliches Leben bewahren, so gut es geht. Und aber trotzdem der Gefahr ausgesetzt sind, dass immer irgendwas passieren kann, international, was auch unser Leben hier im Kleinen, im Detail dann auch bedroht. Das zweite Bild, das ich hier habe, also es ist einfach so, dass wir immer wieder mit diesen Schlagwörtern wie Globalisierung auseinandergesetzt sind. Ich habe hier dargestellt eine maschinelle Frau, also das nichts, was irgendwas mit dem reellen Leben zu tun hat. Und wir sehen hier eine Abbildung auch dieser weltberühmten Venus von Willendorf, einer der ersten Darstellungen eines Künstlers aus der Steinzeit. Und diese Computerfrau möchte hier unbedingt dieser Venus jetzt ein Gesicht verleihen. Jetzt stehen aber verschiedene Gesichter zur Auswahl, und wir wissen alle wirklich nicht, wie haben die Leute, die die Venus von Willendorf erschaffen haben, diese Venus von Willendorf, ihr kennt sie alle sicher, die ist auch gesichtslos, vollkommen gesichtslos dargestellt. Und alle rätseln natürlich, alle Wissenschaftler, wie hat diese Venus von Willendorf mal ausgesehen, beziehungsweise wie haben die Menschen ausgesehen, die dieses Kunstwerk geschaffen haben. So, und wir sehen hier Abbildungen von Menschen verschiedener Hautfarbe, verschiedener Rasse, und auch diese ganzen Globalisierungstendenzen habe ich hier in diesem Werk zum Ausdruck gebracht, dass einfach es Kräfte gibt international, die einfach das menschliche Leben auf ein Minimum reduzieren wollen. Aber ich finde einfach, trotz allen Globalisierungstendenzen wird der Mensch, das Individuum Mensch, immer seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Und man wird sehen, wie weit diese Globalisierungstendenzen jetzt wirklich gehen werden. Das nächste Kunstwerk ist eine Hommage an einen Künstler, den wir alle hier kennen im Mainviertel. Den brauche ich nicht näher erläutern. Und dieses Kunstwerk ist eine Hommage an diesen Künstler. Da gibt es hier so Kunstaktionen mit sehr viel Blut. Und ich habe das aber liebevoll dargestellt und habe hier geschrieben, als der wilde Aktionskünstler die Kuh Hermine an den Pflock fesselte, um ihre Euter mit Himbeersaft zu beschmieren, regten sich die anderen Tiere des Hofes an ihm fürchterlich. Das heißt, der wilde Aktionskünstler hat diese Kuh Hermine an den Pflock gebunden, um sie als Kunstobjektspektakel zu benutzen. Und die anderen Tiere des Bauernhofes rächen sich praktisch an
den Aktionskünstler, indem sie ihn einfach als Kunstobjekt nützen. Hier in diesem Werk sind wir wieder bei der Venus von Willendorf angelangt. Und zwar, die Venus von Willendorf wurde vor ungefähr 35.000 Jahren geschaffen, sagt man, zwischen 28.000 und 35.000 Jahren. Und ich sage heute immer, die Menschen waren damals genauso modern oder nicht modern wie die Menschen heutzutage. Und ich bin sicher, dass wenn die die Möglichkeit gehabt hätten, dem Handywahn zu verfallen und dem Wahn der sozialen Netzwerke, dann hätten sie das eben auch getan. Und das ist eben mit dem Unterschied, dass jetzt eben die Technologie gibt. Damals gab es die Technologie nicht, aber die Menschen damals waren genauso neugierig wie die Menschen heutzutage. Und deswegen hätten die das damals sicher auch genützt, wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte. Das nächste Kunstwerk habe ich erst kürzlich vor ein paar Tagen fertiggestellt. Und zwar, ich bin von einer Wiener Aktivistengruppe entdeckt worden. Und zwar die Ploggerei. Florian Zach ist einer der Mitstreiter oder der Begründer dieser Aktion. Und da geht es darum, hier in ganz Wien Zigarettenstummeln zu sammeln. Und die werden wir übergeben. Ich glaube, ich habe schon 350.000 Stück gesammelt, weil ich habe vor einiger Zeit diese Kunstform kreiert, Infected Earth Art oder infizierte Erdkunst, wo ich einfach Sachen, Gegenstände aus der Natur auflese, die dort nicht hingehören und eben in Kunstwerke verarbeite. Jetzt hat der Florian Zach mir in der Zwischenzeit über die letzten Wochen schon mindestens 350.000 Stück Zigarettenstummel übergeben, die er mit dieser Aktion Ploggerei in Wien gesammelt hat, in den verschiedenen Parks. Und das wird mir dienen als Grundmaterial für aktionskünstlerische Darbietungen. Da wird sicher noch einiges kommen. Nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in Wien. Dieses Kunstwerk nennt sich Four Sisters, also vier Schwestern. Und zwar, dass wir sehen hier auf der einen Seite die Figur der Venus von Willendorf, wie sie gefunden worden ist in Willendorf in der Wachau, bei Gleisbauarbeiten im Jahre 1908. Und flankiert davon ist diese Figur mit anderen Darstellungen von Figuren, wie wir sie jetzt kennen, die irgendwo als Frauenideale der heutigen Zeit gelten oder auch nicht. Und ich habe das hier zusammengefasst in einem Kunstwerk, also Four Sisters. Vor einigen Jahren hat es eine Wandausstellung zum Thema Napoleon gegeben. Und dabei habe ich dieses Kunstwerk also eingereicht. Und das hat auch insofern den Zuschlag bekommen, dass es in der Wanderausstellung gezeigt worden ist und an vielen verschiedenen Locations, auch im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Und es soll halt die Gewalt des Krieges darstellen, hunderte, tausende Opfer, aber es geht bei diesen ganzen Kriegen immer nur um die Lüsternheit der Machthaber, wo es darum geht, Macht und
einfach diese Besessenheit des allumfassenden Herrschaft zu erlangen. Und ganz unschuldige Menschen müssen dann drauf zahlen. Das ist ein, das ist mit Acryl gemalt, eine Karikatur, also ein Cartoon. Und zwar ging es darum, dass der Joe Cozina, ein Freund von mir und mein Trauzeuge, hat so Oldtimer-Traktoren-Treffen gestaltet. Und da habe ich diese Erfindung gehabt mit diesen Oldtimer-Traktorenvögel, also Vogel, die praktisch in Form eines von Oldtimer-Traktoren dargestellt worden sind. Hier sehen wir wieder die Venus von Willendorf. Da geht es auch um die verschiedenen Rassen. Wir wissen nicht, welche Farbe, welche Hautfarbe die Venus von Willendorf, die als Vorbild lief, also die als Vorbild diente für diese kleine steinzeitliche Figurette, die hergestellt worden ist von einem Künstler aus der Gravietten. Wir wissen nicht, welche Hautfarbe die Venus hatte oder deren Erschaffer. Aber es geht einfach um den menschlichen Frieden in der Welt und diese Venus säugt praktisch jede Rasse. Und es geht einfach um die Liebe des Menschen und das wollte ich hier darstellen in diesem Kunstwerk. Ähnlich wie bei dem Kunstwerk Four Sisters habe ich hier das Kunstwerk Two Sisters. Und zwar Two Sisters in der Farbgebung Rosa. Hier wieder die Venus von Willendorf, das spiegelt ein bisschen. Aber ich denke, man sieht das schon. So. Ja, so ist besser. Die Venus von Willendorf und im Vergleich dazu eine rosene Barbie-Figur. Eingebettet in Muschelkalk, in einem Rahmen aus Muschelkalk, fossilisierte Muschelkalk aus Nexing. Dieses Kunstwerk hier ist aus meiner Serie Voluminös. Also wenn man das jetzt so betrachtet, ist das eigentlich zweidimensional. Aber wenn man das so betrachtet, das ist ein wirklich herausragendes, dreidimensionelles Kunstwerk. Und da habe ich mehrere davon gestaltet unter meinem Werkstitel Voluminös. Mit mehreren Ö. Da geht es darum, einfach Kunstwerke zu schaffen, die den normalen Rahmen einfach total sprengen. Also das ist zwar im Rahmen drinnen, aber so sprengt es vollkommen den Rahmen und ragt aus diesem Rahmen vollkommen heraus. Und das soll eben darstellen, das Universum. Wir haben hier die Erde. Und die Weite des Alls soll hier dargestellt werden, inklusive schwarzem Loch hier. Das geht tief rein, unergründlich, dieses schwarze Loch. Dann haben wir hier ein nicht so tolles oder nicht so positives Thema. Da geht es um die Süchte, da geht es einfach darum, dass sehr viele Menschen darunter leiden, dass sie ihr Leben ruinieren mit verschiedenen Süchten, die sie haben. Hier haben wir Drogennadeln. Viele Leute haben mich, als sie dieses Bild gesehen haben, haben mich gefragt, ob das irgendwas mit Corona zu tun hat, also mit den Spritzen, die Corona also diese Impfungen,
jeder soll in meinen Kunstwerken sehen, was er oder sie will. Ich will mich da nicht festlegen. Jeder sieht das, was er gern sehen will in den Kunstwerken. Das ist auch richtig so. Ich will nicht zu sehr interpretieren, hineininterpretieren. Ich will nur sagen, was ich mir dabei gedacht habe, was mein Motiv zur Kreation dieser Kunstwerke war. Also ich sehe das relativ emotionsfrei in der Zwischenzeit. Also ich schaffe meine Kunstwerke schon mit sehr viel Emotion, aber wenn es mal fertig sind, dann stelle ich sie zur Schau, und wenn jemand etwas anders hineininterpretiert, dann höre ich mir das auch sehr gerne an, und sind durchaus sehr interessante Themen dabei, die mich dann selber auch interessieren und faszinieren. Also ihr könnt mir auch jederzeit einen Kommentar schreiben im Kommentarsektor von dieser YouTube-Plattform. Auf jeden Fall, da ist die Venus von Willendorf, heißt auch Two Sisters, aber hier ist die Venus von Willendorf in einem Rosa gehalten und die andere Figur, die neuzeitliche Figur, eben in Gold. Und das ist auch interessant, hier haben wir eine versteinerte Austernmuschel, ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Und das ist interessant, weil wir leben hier im Weinviertel, aber das war alles hier rundherum mal Urmeer. Und dieses Fossil habe ich in einem Feld in der Nähe von Poisdorf entdeckt, ist hier in der Nähe. Und das habe ich hier integriert in dieses Kunstwerk. Und die übrigen Teile sind so wie in den anderen Werken aus Nexing. Und dort gibt es einen riesigen Berg, einen Muschelberg, und die alten Leute erzählen, dass früher die Leute diesen Muschelkalk, diesen fossilisierten Muschelkalk, man sieht hier aber auch wirklich, ich weiß nicht, ob man das im Video auch sieht, aber man sieht hier effektive Muscheln drinnen, haben die den Hühnern verabreicht, damit die Schalen wirklich sehr schön werden. Also die Leute sind hineingegangen zum Muschelberg und haben diese Ablagerungen geholt und haben sie den Tieren verfüttert. Ja, jetzt sind wir an ein Thema angelangt, also der Tod. Und was passiert mit ganzen Hab und Gut, das wir so angereichert haben in den letzten Jahrzehnten unseres Lebens? Und hier geht es darum, dass man sich wirklich nichts mitnehmen kann. Und hier habe ich dann Dagobert Duck dargestellt, wie er dann aufgebahrt ist. Und er hat per letzte Verfügung dargeboten, dass man alles in seinen Sarg hineintun soll. Das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was der Dagobert Duck besitzt. Und bei diesem nächsten Werk ist es so, dass ich tatsächlich bereits mit meinem Infected Earth Art eine Ausstellung hatte im Liechtenstein-Schloss in Wilfersdorf. Und zur Ankündigung dieser Ausstellung Infected Earth Art oder infizierte Erdkunst habe ich hier ein Plakat dargestellt. Also mit UFOs, da habe ich das Liechtenstein-Schloss Wilfersdorf dargestellt als Karikatur, und das ist sehr aufregend, muss man sich Details anschauen. Wir haben hier von Apollo 11 die Landedings, wir haben Astronauten, wir haben dreibrüstige Statuen hier, alles aus meiner Fantasie. Wir haben hier Frösche oben am Dach sitzen, Aliens, das allsehende Auge, die Himmelscheibe von Nebra, Raketen, UFOs, alles Mögliche. Das ist einfach eine Fantasiekarikatur, die ich hier geschaffen habe, um einfach die Leute zum Diskutieren zu bringen. Ha! Auf das bin ich stolz. Das ist meine Originalurkunde, als ich
den Weltrekord, den Guinness-Weltrekord im Zeichnen von Karikaturenporträts erreicht habe. Und zwar habe ich 61 Stunden und 55 Minuten Karikaturen gezeichnet, durchgehend. Also pro Stunde habe ich 5 Minuten Pause nehmen dürfen, aber da habe ich tatsächlich den Guinness-Weltrekord im Zeichnen, im Marathon, im Zeichnen von Karikaturenporträts erreicht und erzielt. Und darauf bin ich sehr stolz. Ich hatte natürlich hunderte Helfer bei dieser ganzen Sache, bei der Organisation und in der Umsetzung. Sehr, sehr detailgenau wurde das Ganze durchgeführt. Alles belegbar mit Videos. Mein ganzer Weltrekord wurde mit 8 Kameras verfolgt, ob das auch tatsächlich stimmt. Und ja, und das wurde auch verifiziert von Guinness World Records, dass ich eben diesen Weltrekord geschafft habe. Und man kann im Übrigen auch das immer noch nachlesen. Man muss eingeben Monday Motivation Guinness Heberling. Und dann kann man einen Bericht lesen über Guinness World Records New York, wo man eben nachlesen kann, dass eben mein Weltrekord von mir erzielt worden ist. Dann haben wir hier dieses Werk hier. Wir kennen natürlich alle das niederösterreichische Landeswappen. Und da sind aber 5 Vögel. Aber ich sage einfach, die Venus von Willendorf ist dermaßen wichtig für Österreich, aber auch, wurde auch in Niederösterreich gefunden, bei den Gleisbauarbeiten in Willendorf, dass ich einfach sage, ja, es könnte genauso gut die Venus von Willendorf hier einen Platz finden im Landeswappen. Deswegen habe ich das einfach so bereits kreiert. Hier haben wir wieder die Venus, so mit Selfie. Das ist ähnlich wie das andere Werk, aber da hat sie, das ist ein bisschen anders. Schaut euch das an, das eine Bild ist ein bisschen anders als das andere. Aber grundsätzlich selbes Thema. Also so wie jeder Künstler hatte ich so mal den Traum, lebendige Nacktmodelle zu porträtieren. Und das ist eben so ein Werk, das ist interessant, weil das ist auch in so einem Blau, wie mein Künstlerkollege Ernst Platt sehr gerne verwendet. Und das ist gemalt bereits 1997. Heißt Violetta. Dann habe ich hier ein Kunstwerk, wo eben darum geht, dass im Text der österreichischen Bundeshymne jetzt eben das eingebaut wurde, Heimat bist du großer Töchter und Söhne. Und ich habe das einfach bildlich dargestellt, wiederum die Venus von Willendorf war ja tatsächlich eine große Frau, wie man sieht, sehr üppig. Und ja, Heimat bist du große Töchter. Ja, super, gefällt mir gut. Und das habe ich hier dargestellt. Ha, hier bin ich einem Werk, das nicht meiner Feder und nicht meinem Pinsel entstammt, sondern ein Künstlerkollege, ich habe noch mehrere Werke von ihm ausgestellt, Ernst Platt, hervorragend, ein Meister seines Werkes. Er hat eine eigene Kunstrichtung und Maltechnik entwickelt, über Jahrzehnte lang, sensationell. Das gefällt mir sehr gut und deswegen habe ich diesem Werk einen Platz in meiner Ausstellung gegeben. Hier habe ich wieder dasselbe Motiv, wobei ich hier nicht Töchter dazu geschrieben habe. Heimat bist du, großer. Da ist der Fantasie überlassen, vollkommen überlassen, was man dann
hinten anhängt. Also Heimat bist du großer, ja, jedem die Fantasie überlassen, was er gerne da hinzufügen möchte und womit er den Satz beenden möchte. So, hier, also so geschichtliche Funde interessieren mich brennend. Das ist eine Darstellung der Himmelsscheibe von Nebra, wurde in Deutschland gefunden. Und das soll die älteste menschliche Darstellung des Firmamentes, also des Sternenbildes am Himmel in der Nacht darstellen. Das war eine Kupferplatte, Kupferscheibe, auf dem man Goldbestandteile gefunden hat. Und das wurde so ausgegraben. Und ich schwöre euch, es gibt im Naturhistorischen Museum in Wien gibt es eine Darstellung der Himmelsscheibe von Nebra, aber die ist nicht so perfekt gemacht wie meine. Meine ist wirklich total authentisch, sieht aus wie das echte Stück, was in Deutschland eben gefunden worden ist und auch ausgestellt worden ist. Himmelsscheibe von Nebra. Hier habe ich natürlich auch Fundgegenstände von früheren Kulturen eingearbeitet. So. Ich arbeite natürlich sehr viel auf Dächern. Dächer, ich liebe Dächer. Man hat hier einfach, wenn man auf den Dächern der Welt sich bewegt, hat man einfach tolle Aussicht. Vogelperspektive über die ganzen Häuser und den Lebensraum des Menschen. Und faszinierend, was man da alles sieht. Und da bin ich drauf gekommen, dass wenn ich auf einem Dach oben stehe und die Sonne brennt so schön herunter, dass man oft einen Schattenwurf hat, dass meinen Schatten sogar wirft auf andere Häuser. Und so sieht man das hier. Der Schatten steht auf einer Dachgaube, aber steht natürlich nicht auf der Dachgaube, sondern das ist nur eine Projektion meines Schattens auf das benachbarte Dach. Ich liebe so Schatteneffekte, Schattenkunst, Schattenwürfe. So, hier sind wir wieder. Das ist eine Hommage an die Ursachen tiefsten menschlichen Leides. Wir sehen hier einerseits Projektile, wir sehen hier Zigaretten, Stummel. Symbolisch für die Süchte des Menschen. Wir haben hier eine ausgediente Puppe, eine Sexpuppe. Wir haben hier in der Nasenhöhle eine Goldmünze. Diese Projektile sind von verschiedenen Waffen. Und das soll einfach, dieses Bild soll einfach darstellen, die Ursachen größten menschlichen Leids sind einerseits Süchte, sind Sexualität, sind Begehren nach Reichtum. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die da mitspielen, aber das ist einmal so ein bisschen dargestellt. Und hier sieht man auch wieder, dass hier habe ich Muschelkalk, auch verwendet, einfach darum, um eben zu zeigen, dass das etwas nicht etwas Neuzeitliches ist, sondern das sind einfach Todesursachen, die uns schon seit Beginn der Menschheit an begleiten. Ich bin sicher, dass es auch zur Steinzeit Mord und Totschlag gegeben hat und die Leute aus den niedersten Beweggründen sich gegenseitig mit Steinen schon erschlagen haben und so. Das ist einfach irgendwo im Menschlichen drinnen und es wäre schön, wenn es keine Gewalt gäbe in der Menschheit, aber offensichtlich gehört es zur Menschheit irgendwo dazu.
Und deswegen in dieser gesamten Ausstellung, wo ich von den schönsten Momenten des Menschen rede, ich komme gleich zum nächsten Bild, sind das hier die Sachen, die am wenigsten schön sind im menschlichen Leben, eben die Gewalt. Jetzt sind wir als Überbrückung, ich muss mich da immer durchwurschteln bei den Bänken und bei den Sesseln und bei den Tischen. Hier sind wir bei den schönen Sachen angelangt. Also die wunderschöne Natur, herrliche Weizenfelder, Traktoren, Menschen, die einfach glücklich sind und frohlocken und sich wohlfühlen. Das sind wieder die schönen Aspekte des Lebens. Also ich bin jetzt hier fertig, das ist kein Kunstwerk, da kommen die Tagesspezialitäten drauf, mit der Kreide drauf gemalt. Aber rundherum, das sind die Kunstwerke, das ist auch keine Bombenuhr oder so irgendwas, sondern das ist tatsächlich eine Uhr, die nur die Uhrzeit anzeigt. Das heißt, wir sind jetzt im Schankraum mit meinen Erklärungen zu den Kunstwerken fertig und wir gehen in den nächsten Raum. Und hier habe ich tatsächlich einige Werke von meinem Künstlerkollegen. Er möchte sich nicht als Künstler benannt wissen. Ernst Platt, ein wirklich vorzüglicher, ich sag's jetzt wirklich, vorzüglicher Künstler. Und da sieht man wieder die Schönheit des Lebens. Eng umschlungene Körper, die sich einfach lieben. Wobei es kann auch sein, dass Körper zu eng umschlungen sind, dass sie nicht mehr atmen können. Also muss man auch wieder aufpassen. Aber grundsätzlich ein sehr, sehr in sich ruhendes Bild, einfach herrliche Komposition und vor allem diese Geometrie und der Aufbau des ganzen Kunstwerkes. Dann haben wir hier, wäre interessant zu wissen, wie der Ernst Platt dieses Kunstwerk für sich darstellt oder erklärt. Wir haben hier ganz groß dargestellte Frauenfigur und der Mann im Vergleich ist nur so ein Glanzmaxerl in Rot. Wahrscheinlich die rote Farbe stellt so die Leidenschaft. Die Frau ist irgendwie in sich ruhend in ihrer figürlichen Form und schaut auf ihn herab, als wäre er ein Spielzeug. Sehr interessantes Werk. Also Ernst Platt sollte das Kunstwerk erklären. Ich habe hier daneben, habe ich zur Auflockerung wieder von mir zwei Kunstwerke. Let Love Prevail, lass die Liebe vorherrschen. Und dann habe ich hier noch ein Werk von Ernst Platt. Das ist interessant, weil die Frau hat eine Hand in Form eines Hammers. Und sie ist auch gesichtslos. Also die braucht garantiert keine Maske, diese Frau. Und wieder, also mich würde die Erklärung des Künstlers Ernst Platt interessieren, was er sich gedacht hat, als er dieses Werk gemalt hat. Dann haben wir unterhalb des Werkes von Ernst Platt wieder ein Schattenbild von mir. Also das sieht aus, als würde dieser Schatten an diesem Kamin etwas tun, sich dran halten, dran manipulieren, was auch immer. Nur ist dieser, wie man sieht, ich stehe hier auf diesem Dach. Hier sieht man die Fassade des gegenüberliegenden Hauses. Und hier sieht man das Plattenethanit des gegenüberliegenden Hauses und eben den Kamin. Und mein Schatten ist hier praktisch eine Projektion.
Das oben ist wieder ein Werk von Ernst Platt. Und man sieht hier, ist die Reihenfolge, also man sieht ein Teil, dann einen anderen Teil, dann gibt es eben die Kombination beider Teile und plötzlich sind aus zwei Teilen vier geworden. Dazu passen natürlich dieses Werk, das irgendwo ein Embryo darstellt. Hier wiederum eines meiner Schattenbilder. Das ist jetzt auf einem Welletenitdach in Schwarz-Weiß gehalten. Und ich liebe einfach diese langgezogenen Schatten. Ich muss da immer aufpassen, ich komme da immer mit dem Finger über die Kamera. Aber dadurch, dass kein Mensch hier ist, muss ich mich selber filmen. Ein Cartoon. Frösche, verliebte Frösche. Bei der Weinlese. Das ist ein Cartoon, das ich gemacht habe als Poster für ein Event. Dieses Event hieß Hero Tower Blast. Das war eine Ausstellung in Paltendorf. Und das war mit sehr viel Musik, sehr lauter Musik. Und da findet ihr meine Lieblinge wieder, die Außerirdischen. Und diese Außerirdischen wollen eigentlich diesen Turm zum Einsturz bringen. Die beschießen den praktisch. Aber der Ritter, das ist ja der Wehrturm, ist natürlich auch, geht auf die Ritterzeit zurück. Dieser Ritter sagt, er wird das Ganze retten. Diese Außerirdischen werden diese Party nicht stören und ist schon mit der Hacke bereit. Dann habt ihr wieder meine Traktorenvögel, diesmal aber nicht als Gemälde, sondern in Natura, also habe ich künstlerisch gestaltet. Darunter ein Werk, das ich für einen US-amerikanischen Rapper gestaltet habe, für den Kid Ink. Und das trägt tatsächlich auch die Signatur vom weltberühmten Künstler Kid Ink. Also das heißt, ich habe mehrere Werke dieses Werkes geschaffen und ich ließ dann mein Werk von ihm quasi als Dargestellten auch noch einmal signieren. Hier haben wir wieder Schattenbild von mir, ein Schatten auf dem Kamin lehnend. Dieses Bild heißt Fuck. Ihr werdet das alle sicher kennen, dass ihr alle mit dem Auto fährt und plötzlich ist da was, was nicht da sein sollte. Da heraus im Waldviertel sind es natürlich sehr oft Rehe, Hasen, Fasane, anderes Getier, das sich plötzlich vor dem Auto entfaltet und wenn man nicht bremsbereit ist, kann es schon sein, dass einem was passiert. Oder natürlich, was noch unangenehmer ist, oder ja, eigentlich noch unangenehmer ist, wenn irgendetwas, ist mir selber schon passiert, plötzlich vor einem direkt auf der Straße einen Unfall gibt und man hat keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Da denkt man sich eigentlich nur mehr Fuck. Das habe ich hier dargestellt im Kunstwerk. Und hier zu guter Letzt noch ein Werk von Ernst Platt. Ein wirkliches Meisterwerk. Obwohl Ernst Platt sagt, seine alten Werke gefallen ihm nicht mehr. Aber
Die sind einfach von zeitloser Eleganz. Also die erinnern mich ein bisschen an diese surrealistischen Werke von ganz weltberühmten Künstlern. Und für mich persönlich ist es auch so, dass ich der tiefen Überzeugung bin, dass Ernst Platz Werke einmal ganz hoch dotierte Kunstwerke sind, weil Ernst Platt ein Künstler von Fleisch und Blut ist, der wirklich Tag und Nacht malt, der ein Besessener ist. Ein Besessener, Kunstwerke darzustellen und umzusetzen. Und das finde ich einfach grandios. Ich kann nur empfehlen, googelt ihn mal, Ernst Platt hat schon ausgestellt im Stift Melk und in anderen Locations. Und nun hier im Dorf, beim Dorfwirten in Hörersdorf. Hörersdorf ist eine Katastralgemeinde von Mistelbach. Also ich hoffe, meine Erläuterung hat euch gut gefallen. Ich wollte nicht zu tief gehen bei den Erklärungen. Es soll natürlich in der Kunst, vor allem der eigenen Reflexion, sehr viel Platz gelassen werden und ihr könnt auch das gerne sehen in den Kunstwerken, was ihr gerne sehen wollt. Da möchte ich mich nicht einmischen, weil die Liebe zur Kunst ist auch etwas Persönliches. Aber ich hoffe, dass euch dieser kleine Rundgang hier gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit gerne eure Fragen an mich richten. Ich beantworte sie gerne. Wenn ihr euch für das eine oder andere Kunstwerk interessiert, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Jederzeit willkommen. Und mir ist es natürlich auch wichtig, der Diskurs mit euch. Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Was ist euer Lieblingskunstwerk? Das sind alles Fragen, die mich natürlich brennend interessieren. Und wenn euch dieses Video gut gefallen hat, dann bitte ich euch, dass ihr meinem Video euer Like erteilt. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Und ihr könnt natürlich dieses Video auch anderen empfehlen, die hier ins Gasthaus Hörersdorf, also zum Dorfwirten Hörersdorf kommen. Oder ihr könnt auch das Video empfehlen an Leuten, die einfach von meiner Kunst begeistert sind. Also ich habe sehr, sehr viele Interessenten für meine Kunst und es freut mich natürlich sehr. Ich habe auch bereits eine schöne Fangemeinde. Ich kriege Zuschriften noch und noch. Und das gefällt mir einfach irrsinnig gut. Und mir ist auch der persönliche Kontakt zu euch sehr wichtig. Noch einmal. Gebt mir euer Like, Dankeschön fürs Zusehen und für euer Interesse. Tschüss, vielleicht treffen wir einander hier beim Dorfwirten in Hörersdorf. Würde mich sehr freuen. Tschüss.